Gleichzeitig, Sören, sollen wir aber denken, dass der Staat an unserer Gesundheit so sehr interessiert ist, dass er uns fast einen Zwang auferlegt hat, gewisse Substanzen in uns zu spritzen, um uns vor der scheinbar gefährlichsten Seuche der Welt zu schützen, die jetzt offiziell beendet wurde. Also der Staat sagt uns auf der einen Seite, ich bin so sehr an deiner Gesundheit interessiert, dass ich aber hier bei mir aus dem Büro aus der Straße rauslaufen kann, gehe zu einem Kiosk und kann mich zu Tode saufen. Ja? Oder ich kann mir 5000 Schachteln Marlboro kaufen. Kein Problem. Also Wirkstoffe, die erwiesenermaßen schädlich bis tödlich sind, ist völlig frei verfügbar zum Kauf. Mhm. Gleichzeitig suggeriert uns der Staat, er wäre auf jeden Fall an unserer Gesundheit interessiert. Und zwar so sehr, dass er die Entscheidungsgewalt darüber, ob wir etwas tun dürfen oder nicht, uns abnehmen möchte, um für uns zu entscheiden. Das will er, dass wir das glauben. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe heute Philipp Hopf. Zu der Thematik das beste Deutschland aller Zeiten, in Anführungsstrichen. Und da werden wir mal ein bisschen so, ja, die Hintergründe uns anschauen. Philipp ist Mitgründer und Geschäftsführer der HKCM, einer Firma, die im Finanz- und Trading-Bereich unterwegs ist und hat auch einen sehr großen YouTube-Kanal sowie einen Podcast mit seinem Kollegen zusammen, der Horst und Hopf heißt. Vielleicht noch kurz, wie meine Connection zu Philipp ist. Mir wurden immer wieder Reels von ihm angezeigt auf Instagram und ja, das hat sehr mit mir resoniert und da habe ich mir gedacht, okay, ich kontaktiere ihn einfach mal, ob wir vielleicht ein Video zusammen aufnehmen wollen und so sind wir jetzt hier gelandet. Philipp, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr zu dir und deiner Arbeit sagen, ja, bevor wir dann gleich in die Thematik einsteigen. Ja, erstmal herzlichen Dank für das Interview, Sören, dass ich da auf deinem Kanal mitwirken kann. Was mache ich? Es sind unterschiedliche Geschäftsfelder. Primär sind wir ein Analysehaus. Wir sind das größte deutschsprachige Analysehaus im Bereich der Elliott-Wellen, also technische Marktanalyse. Wir analysieren aktuell roundabout ungefähr 160 verschiedene Märkte aus den Rohstoffen, Edelmetallen, Industriemetalle, Agrarrohstoffe, also beispielsweise Weizen, Mais, Zucker, Kaffee. Wir machen die Edelmetalle Gold, Silber, Platin, dann Kupfer, das sind dann Industriemetalle, diverse Aktien aus dem Kryptobereich. Und dann nutzen wir eben eine spezielle Analyseform, die nennt sich Elliott-Wellen-Methodik. Auf dieser Basis analysieren wir die Märkte und nennen dort Einstiegs-, Ausstiegsbereiche, Bereiche, wo Kunden sich positionieren können, um diesen eben einen besseren Eindruck über den Gesamtmarkt zu geben, als auch Möglichkeiten, sich am Markt zu positionieren auf Basis unserer Analyse. Okay. Mag vielleicht für den ein oder anderen Zuhörer von meinem Kanal ein bisschen ja nicht unbedingt zur Thematik Gesundheit zugehören, aber über diese ganzen Hintergrundinformationen, über die wir jetzt gerade sprechen, über die wir gleich sprechen werden, das hat für mich schon was mit dem Thema Gesundheit zu tun. Und da bist du mir auch immer wieder aufgefallen, wie ich gerade schon gesagt habe, dass du da einfach sehr klar und deutlich analysiert hast, was los ist, was falsch läuft und auch, ja, wieso die Missstände in Deutschland sind und ja, was die Ursachen dafür sind. Und ja, ich würde eigentlich direkt mal loslegen. Ja, wie möchtest du anfangen? Also der Titel des Gesprächs ist ja das, in Anführungsstrichen, das beste Deutschland aller Zeiten. Wir beide sind uns einig, dass es die Entwicklung eher in die falsche Richtung geht und zwar mit großer Geschwindigkeit. Und ja, was siehst du da als Hauptübel? Also fangen wir mal so an, Sören. Das ist, du sagtest, wir beide sind uns einig. Wir beide sind uns einig, ja. Ich weiß aber nicht, ob sich grundsätzlich alle Leute einig sind und ob sich alle deine Zuschauer da einig sind. Das können Sie ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, denn es gibt mit Sicherheit Leute, die sehen es aktuell in die richtige Richtung gehen. Ne? Mhm. Die sehen die Einschränkungen von Bürgerrechten in die richtige Richtung gehen, weil für sie der Zweck die Mittel heiligt. Ja. Als Beispiel, wenn wir jetzt anschauen, neue Gesetze, was Emissionen angeht, was Energiegewinnung aus Windkraft angeht. Ja. Deutschland soll ja jetzt über 300 Gigawatt über Windkraft erhalten, also
was man auch als Flatterstrom bezeichnet. Warum? Weil er eben nicht eine laufende, zuverlässige Energiequelle ist. Und trotzdem wird es Leute geben, die sagen, das ist genau der richtige Weg. Die Grünen machen das richtig. Es gibt ja Menschen, die kleben sich auf den Boden, weil sie der absoluten Überzeugung sind. Und das glaube ich diesen Menschen auch, dass wir kurz vor der Vernichtung unseres Planeten stehen. Ja? Und weil sie sich selbst das und weil ihnen mit Sicherheit auch andere das so oft eingeredet haben, dass sie in einem ständigen Alarmismus und Panikzustand sind. Deswegen sehen sie jetzt eben nur noch dieses Mittel, durch diese Art von Widerstand und Rebellion vorzugehen. Und für diese Leute läuft es wahrscheinlich noch viel zu wenig in die richtige Richtung. Also die sagen, es muss noch viel mehr getan werden, es wird gar nichts getan. Ja? Mhm. So wie für Mitglieder der Antifa wahrscheinlich das deutsche Parlament voll mit Nazis ist und große Teile der Polizei alles Nazis sind und man unbedingt was da, also auf was ich hinaus möchte, Sören, ist, wir haben auch nur unsere Sicht und andere würden uns vorwerfen, dass wir da völlig übertreiben und das wäre doch alles gar nicht so schlimm und es läuft doch eigentlich ganz toll. Ja, deswegen da einfach mal nur meine Sicht der Dinge und vielleicht da mal erklärt, was sind die Kernprobleme, die ich sehe aktuell, wenn wir uns dieses Land anschauen? Ja? Vielleicht das Kernproblem, was für die massive Preissteigerung von so ziemlich allem aktuell verantwortlich ist, ist eben die Geldmengenerweiterung. Geldmengenerweiterung bedeutet ganz simpel Inflation, bedeutet die Zentralbank, in unserem Fall die EZB, das ist die Europäische Zentralbank, die tut die Geldmenge erweitern. Sie tut also ständig neues Geld in den Markt reinschießen. Dadurch kommt es zur Geldentwertung, ja, und damit wiederum zu einem Kaufkraftverlust. Also die Kraft, die mir meine Moneten normalerweise bringen, um etwas zu verkaufen, die Kraft, die mir mein Geld normalerweise bringt, um etwas zu kaufen, diese lässt konstant und auch spürbar nach. Geldmengenerweiterung heißt einfach, es wird Geld gedruckt sozusagen, wie man im Volksmund sagt. Genau, die Geldmenge, also die Gesamtmenge, sagen wir mal eine Zahl, es wäre jetzt 1 Million Euro, ja, diese wird auf 1,5 Millionen erweitert. Das führt dann zu einem Kaufkraftverlust, weil immer mehr Geld im Markt drin ist und die Kraft, die den Markt quasi oder die Kaufkraft, die ich damit habe, diese lässt nach, weil die Werte, die ich damit kaufen kann, inflationieren, also die wiederum immer teurer werden. Und in so einer Inflationsspirale stecken wir und die ist meiner Meinung nach deutlich, deutlich höher als das, was uns der Staat suggerieren möchte. Und wie suggeriert der Staat so etwas? Er nimmt dabei immer einen Warenkorb herbei. Diesen Warenkorb kann er variabel selbst verändern. Das heißt, er kann mal simpel gesprochen Bananen reintun in den Warenkorb und sagen, das ist jetzt gerade absolut wichtig, daran bemessen wir das. Ein Teil sind die Bananen. Und wenn die Bananen zu sehr im Preis gestiegen sind, sagt er, wir nehmen jetzt die Bananen aus dem Warenkorb raus. Wir nehmen jetzt Äpfel oder Birnen rein, weil die haben sich recht gut konstant im Preis gehalten. Somit kann er die Statistiken zum Kaufkraftverlust und zur Inflation beeinflussen. Denn da kannst du mir ja gerne mal deine persönliche Erfahrung sagen, aber wenn ich jetzt im Supermarkt einkaufe, dann sehe ich nicht etwa 10, 20 oder 30% Preissteigerungen. Ich sehe teilweise Verdoppelungen bei Preisen von Lebensmitteln, die vor einem Jahr noch die Hälfte gekostet haben oder die 80% weniger gekostet haben. Ja? Ja, also ich bin meistens im Bioladen unterwegs, aber ja, da sehe ich ähnliche Entwicklungen. Und ja, ich sehe das natürlich sehr kritisch, weil ich natürlich auch aus der Sicht der Gesundheit, ich bin dafür, dass eigentlich gesunde Lebensmittel für jeden erschwinglich sein sollten. Und dass es eigentlich nur noch gesunde Lebensmittel geben sollte und vielleicht ungesunde Lebensmittel besonders teuer sein sollten, aber die Realität ist ja eher andersrum. Wenn ich jetzt durch den normalen Supermarkt gehe, würde ich sagen, 90% davon sind jetzt keine gesunden Lebensmittel und die werden aber noch staatlich gefördert und da wird jetzt ein Nutri-Score draufgeschrieben, der komplett die Wahrnehmung verzerrt und der eigentlich nur dazu dient, dass die Leute noch kränker werden. Genau. Und von daher... Gleichzeitig, Sören, sollen wir aber denken, dass der Staat an unserer Gesundheit so sehr interessiert ist, dass er uns fast einen Zwang auferlegt hat, gewisse Substanzen in uns zu spritzen,
um uns vor der scheinbar gefährlichsten Seuche der Welt zu schützen, die jetzt offiziell beendet wurde. Ja? Mhm. Also der Staat sagt uns auf der einen Seite, ich bin so sehr an deiner Gesundheit interessiert, dass ich aber hier bei mir aus dem Büro aus der Straße rauslaufen kann, gehe zu einem Kiosk und kann mich zu Tode saufen. Ja? Oder ich kann mir 5000 Schachteln Marlboro kaufen, kein Problem. Ja? Also Wirkstoffe, die erwiesenermaßen schädlich bis tödlich sind, ist völlig frei verfügbar zum Kauf. Mhm. Gleichzeitig suggeriert uns der Staat, er wäre auf jeden Fall an unserer Gesundheit interessiert. Ja? Und zwar so sehr, dass er die Entscheidungsgewalt darüber, ob wir etwas tun dürfen oder nicht, uns abnehmen möchte, um mhm. für uns zu entscheiden. Ja? Das will er, dass wir das glauben. So, aber kommen wir mal zurück zu den Kernthemen. Wir hatten ja gerade schon Geldmengenerweiterung angesprochen. Ein weiteres Problem, das ich sehe, ein ganz großes, massives Kernproblem, ist, dass wir die weltweit höchsten Energiepreise haben. Ja? Mhm. Es gibt in der Geschichte der Menschheit kein einziges Beispiel, keinen einzigen Fall, in der eine Industrienation, und wir sind noch eine Industrienation, gleichzeitig eine Industrienation geblieben ist, während sie die höchsten Energiekosten der Welt hatte. Das gibt es nicht. Das eine und das andere schließen sich aus. Es ist wie Öl und Wasser, es geht nicht zusammen. Ja? Wir haben uns dazu entschieden, aus unterschiedlichen Gründen, einmal was unsere Sanktionspolitik angeht, in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, auf der anderen Seite, was unsere Energieperspektive angeht, haben wir uns auch dazu entschieden, obwohl wir uns in so einer misslichen Lage befinden, dass wir quasi gesagt haben, wir haben ja bisher günstiges russisches Gas bezogen, haben gesagt, wollen wir nicht mehr. Und gleichzeitig haben wir uns gesagt, das rettende Ufer, das wir noch hätten, dass wir unsere restlichen Atomkraftwerke noch laufen lassen, dass wir möglichst eine gewisse Sicherheit und Zuverlässigkeit ist hier das richtige Wort, wir brauchen zuverlässige Energie. Und wir haben uns gesagt, nein, beenden wir alles. Ja, eine Entscheidung, die meiner Meinung nach im Volk niemals mehrheitsfähig gewesen wäre, wenn man darüber hätte abstimmen lassen. Hm. Und jetzt sagen wir, okay, wir setzen auf zwei Pferde. Und das ist zum einen die Windkraft. Ja. Und dann kann man noch sagen, da gibt es noch Wasserkraft und sonstige Formen, Solar beispielsweise. Ja. Also am Ende des Tages sind die Pferde Solarenergie und Windkraft. Mhm. Das sind keine zuverlässigen Energiequellen. Ja. Man mag darüber denken, wie man will. Man kann das ganz toll finden, dass überall Windräder sind, oder man kann es total beschissen finden. Am Ende des Tages sind es keine zuverlässigen Energiequellen. Uns Deutsche kennt man für Zuverlässigkeit. Ich korrigiere mich hier, uns kannte man für Zuverlässigkeit. Wer einmal mit der Deutschen Bahn gefahren ist, weiß, dass davon nicht mehr viel übrig ist. Mhm. Und diese Zuverlässigkeit hatten wir dadurch, dass man wusste, wenn die Deutschen sagen, sie liefern, dann liefern sie auch. Wenn die sagen, die bauen etwas, dann ist es ein zuverlässiges Produkt. So, und jetzt sind wir dorthin gegangen, dass wir sagen, okay, wir schneiden uns die zuverlässige Energie ab. Wir setzen Sanktionen auf ein Land, das uns bisher mit günstiger Energie beliefert hat. Und gleichzeitig beenden wir andere Energieformen, um dann nur noch, wie ich schon sagte, Flatterstrom zu haben, also unzuverlässige Energieformen. Sprich, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, dann haben wir ein großes Problem. Dann müssen wir den teuren Atomstrom aus dem Ausland kaufen. Ja? Dort werden ja in den Nachbarländern überall neue Atomkraftwerke gebaut, während wir die modernsten Atomkraftwerke unseres Planeten, wir haben die modernsten Atomkraftwerke gehabt, da haben wir gesagt, okay, die schalten wir jetzt ab, weil ist eine verdammt gute Idee. Ja, das ist ein weiteres großes Problem. Bei Wind und Wetter sollte man ja noch im Blick haben, dass das ja auch manipuliert werden kann. Also das Wetter kann ja beeinflusst werden durch diverse Techniken. Und da könnte es ja auch sein, dass dann dadurch weniger Energie produziert werden kann, wenn ich das Wetter so beeinflusse, zum Beispiel die Sonneneinstrahlung, dass das dann nicht mehr so möglich ist. Und man munkelt ja auch immer wieder, dass es auch schon Energie, also dass es auch sowas wie freie Energie, dass es da Technologien gibt, womit man Energie produzieren könnte, wo dann aber natürlich diese Eliten im Energiebereich nicht so viel davon hätten, sondern das eher unterdrücken, und da es geht dann auch, wird dann auch schnell mal einer umgebracht in dem Bereich,
hört man zumindest immer wieder. Also das hört man, munkelt man, weißt du, da ist, dazu kann ich nicht wirklich was sagen. Ich habe noch nie eine freie Energiemaschine gesehen. Da hat man ja gesagt, dass Tesla vielleicht da mal dran geforscht hätte. Und da gibt es Theorien darüber, und ich sage das ganz bewusst, weil ich weiß nicht mehr, als dass es Theorien sind, dass ein Rockefeller damals diese Erfindungen quasi an sich genommen hat, weil er nicht daran interessiert war, dass so eine Maschine quasi frei verfügbar ist. Gibt es das? Weiß ich nicht. Kann ich nicht bewerten, ja, sowas. Aber was ich bewerten kann, ist, dass wir unzuverlässige Energiequellen haben, die, wenn der Wind nicht weht und wenn die Sonne nicht scheint, dazu führen, dass wir auf andere Länder zugreifen müssen, um uns noch teurere Energie zu holen, die wir eigentlich selber produzieren könnten. Ja. Mhm. Und auch hier, wohlgemerkt, es wird Leute geben und wahrscheinlich auch sicher in den Kommentaren, die sagen, das ist richtig so, das ist gut so, die Bundesregierung hat richtig entschieden, da müssen wir jetzt halt durch. Und ja, das ist halt denen ihre Argumentation, weil die Atomenergie der absolute Teufel für sie ist. Auch das ist Propaganda, die in den Medien in den letzten Jahren immer propagiert wurde, seit Japan, seit Fukushima, wir müssen da raus. Wohlgemerkt, die Japaner selbst, bei denen diese Katastrophe passiert ist, die bauen weiter Atomkraftwerke. Die haben sich nicht gesagt, wir sind so geisteskrank und schalten jetzt mal alles ab und hoffen, dass irgendwie, na, Prinzip Hoffnung ist ganz, ganz wichtig in Deutschland. Nicht auf Basis von Statistiken, nicht auf Fakten, nicht auf das, was Sinn macht, sondern Hoffnung. Hoffnung, dass das irgendwie klappt, was wir hier vorhaben. So, weiteres Kernproblem, das zur Deindustrialisierung führt. Und zwar ganz logisch, ich denke, das sollte den meisten Leuten klar sein. Wenn wir eine Gleichung kennen, hohe Energiepreise sind nicht möglich, gleichzeitig mit einer Industrienation zu vereinbaren. Es geht nicht. Es ist faktisch nicht möglich. Es gibt kein einziges Beispiel in der Weltgeschichte, dass sowas funktioniert. So, also dann sind wir uns mal im Klaren. Wir haben hohe Energiepreise. Das führt zu einer Deindustrialisierung des Landes. Wenn wir jetzt weiteres Kernproblem ansprechen, das an sich die Gesellschaft angeht, oder nehmen wir mal zwei, sind, dass wir eine Massenimmigration zugelassen haben von, das wissen wir heute und das zeigen die meisten Statistiken, zumeist ungebildeten Zuwanderern. Das hat dazu geführt, dass, da muss jeder nur einen Blick in die Zeitung, egal an welchen Tag der Woche werfen, dass wir einen massiven Anstieg der Kriminalität haben, vor allem Gewaltkriminalität. Ja, wir wissen das alle, zu was das führt. Wir müssen einfach nur mal die Augen aufmachen. Die Zeitungen sind voll davon, Messerstechereien und sonstige sehr, sehr unschöne Dinge, die meistens an Frauen in deutschen Stadtparks begangen werden, die einfach ein Grund dessen sind, dass man hier einfach wahllos Menschen ins Land reingelassen hat, ohne zu überprüfen, wer diese Menschen sind, ohne zu überprüfen, ob das einen Sinn macht, sondern man hat einfach gesagt, rein damit. Und erst kam ja offiziell die Statistiken raus, Deutschland hat mehr Migranten aufgenommen als alle anderen EU-Länder zusammen. Ja. Ist ein weiteres Problem. Zu was führt das? Das führt, wie schon besprochen, zu höheren Kriminalität. Es führt aber vor allem auch dazu, zu einer extremen Unzufriedenheit der bestehenden Bevölkerung. Und das Sicherheitsgefühl, da reden wir von einem Gefühl, das sage ich auch ganz bewusst, es bedeutet nicht, dass es jetzt für alle überall unsicher ist, aber es fühlt sich unsicher an. Ja? Und wenn du mit einem schlechten Gefühl durch den Tag läufst, dann wird es schwierig, gleichzeitig erfolgreich zu sein. Ja? Wenn du die ganze Zeit Angst hast, dann wird es schwierig, sich gleichzeitig wohlzufühlen in deinem Umfeld. Das schafft, und das kann ich absolut bestätigen aus unzähligen Kundengesprächen, bei vielen Menschen führt das dazu, dass die auswandern wollen oder jetzt bereits Pläne schmieden oder bereits ausgewandert sind. Ja, wir sehen es ja, auch hier sind neue Statistiken rausgekommen, die ganz klar zeigen, wie viele oftmals erfolgreiche Unternehmertypen an Menschen aus diesem Land auswandern. Ja, ein könnte es sein, dass diese Migrations- oder diese Zuwanderungsströme gezielt auch gelenkt werden nach Deutschland? Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, in welcher Vehemenz diese aufgenommen werden, ja, ja, dass man Anreize noch und nöcher bietet, dass Leute als Beispiel, um hier mal ganz konkret zu bleiben, dass beispielsweise viele Migranten, die hierher kommen, nicht einen einzigen Cent
in die Sozialsysteme, in die Rentenkassen einzahlen und trotzdem sofort rentenberechtigt sind oder in die Krankenkasse aufgenommen wird oder sie bekommen Wohnungen gestellt, kostenlos, um wohnen zu dürfen, oder sie bekommen Unterstützungsgelder. Das sind ja massive Anreize, die gibt es so kein zweites Mal auf dieser Welt. Und es ist doch logisch, dass das Anreize sind für Menschen aus Dritter Weltländern, die es in den eigenen Ländern nicht schaffen. Natürlich ist theoretisch auch Krieg immer ein Grund, aber Kriege gab es schon immer, sie gibt es gerade wieder. Man könnte auch sagen, dass diese auch vom Westen ganz stark forciert werden, indem man eben Waffenlieferungen bringt von Ländern und von Parteien auch, die noch letztes und vorletztes Jahr gesagt haben, keine Waffenlieferungen in Krisengebiete und die diese alten Wahlversprechen, die sie gegeben haben, an die können sie sich jetzt überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ja. Also auch hier, Migrationsströme können und werden gelenkt. Ja. Inwiefern das hier der Fall ist, da muss man sich einfach nur unsere Städte anschauen und sich selbst die Frage stellen, ob das Zufall ist oder nicht. Da darf sich jetzt jeder gerne mal seine eigene Meinung dazu bilden, inwiefern so etwas Zufall ist. Noch eine, Ergänzung von mir dazu. Könnte es auch sein, dass das verknüpft ist mit dieser, sage ich mal, kollektiven Schuld, die auf dem deutschen Volk lastet, was so vor 100 Jahren losging, und dass man das damit verknüpft und auch gezielt quasi in diese Richtung lenkt, mit dem, was so vor 100 Jahren ungefähr passiert ist, auch was dann gewisse Besatzungsmächte für Ziele haben und so weiter und so fort, USA, Deutschland, Russland, wie da die Beziehungen sind, könnten da Zusammenhänge sein? Auch da sollte jeder mal einfach selbst reflektieren, wie Dinge seit vielen Jahren angekündigt worden sind und ob sie sich jetzt nun so ausspielen oder nicht. Könnte es sein, mal ganz grundsätzlich, wenn ich ein Volk in ständiger Schuld halte, egal welches, dann ist es ganz einfach, Dinge durchzusetzen, weil wenn ich mich grundsätzlich in meinem Inneren schuldig betrachte, noch nicht mal wirklich weiß, für was ich schuldig bin, weil schon die nächste und die übernächste Generation nachgekommen ist, die aber nach wie vor schuldig gehalten werden, dann ist es sehr einfach, Dinge durchzusetzen, weil die stehen da nicht auf, die stehen nicht mit breiter Brust da und sagen, nein, wir wollen das nicht, sondern die sagen, oder die haben immer das unterbewusste Schuldgefühl. Deswegen haben wir auch so viele Bürger, die sich in kompletter Aufopferung befinden, einfach alles und jedem zu helfen, außer sich selbst. Ja. Allen anderen muss geholfen werden. So, weiterer Punkt. Wenn wir jetzt mal schauen, jetzt haben wir angesprochen, Unzufriedenheit im Volk. Jetzt schauen wir uns noch eine weitere Sache an. OECD-Studie. Ja. Welches Land ist führend mit den höchsten Vermögensabgaben plus Sozialabgaben auf der Welt? Ja. Wissen wir, ist Deutschland noch vor Belgien. Ja, Deutschland führt an, was die Gesamtbelastung angeht, also die Gesamteinkommens- plus Sozialabgabenbelastung ist in Deutschland am höchsten. So, wir haben also ein Land, das extrem unternehmerfeindlich aufgestellt ist, das beispielsweise, um hier ein direktes Beispiel zu nehmen, Deutschland baut und baute die letzten Jahrzehnte die besten Verbrennermotoren unseres Planeten. Jeder weiß das. Deutschland baut die besten Autos. Deswegen haben alle gesagt, wer ein bisschen was auf sich gehalten hat, wer das Geld hatte, er will ein deutsches Auto haben. Das ist ein deutsches Qualitätsprodukt. So, und was machen wir jetzt? Wir sagen, wir sind führend im Verbrennerbau. Jetzt hören wir auf mit dem Verbrennerbau. Ja, wir steigen jetzt komplett um. Das muss jetzt sofort geschehen. Wir steigen komplett um auf Elektromotoren. Wir hatten im letzten Jahr noch den teuersten Strom der Welt. Wir steigen also auf Elektro um, haben den teuersten Strom der Welt und schalten unsere Atomkraftwerke ab, sodass dieser Strom nicht mehr zuverlässig kommen kann. Also, ich glaube, du merkst schon, was wir hier machen. Das ist quasi, du tust an einer Karre, die vier Räder hat, nicht etwa an einem Rad rumspielen oder ein Rad wegnehmen und kannst dann noch irgendwie so umfahren, sondern es werden überall gleichzeitig die Schrauben gelockert. Da kommen wir zurück zum Thema Zufall. Ja, wer das als Zufall sieht, gut, möglich. Es gibt ja immer große Zufälle, die da passieren. Ja? Also ein weiteres Problem, die dazu versorgt, dass Leute gehen, ist ganz klar die hohen Sozialabgaben. Und auch hier, ich glaube nicht, dass alle Leute ein Problem haben, grundsätzlich Steuern zu zahlen. Das meine ich nicht, sondern sie haben ein Problem damit, wie der Staat diese Steuer verwendet. Ja? Dass er sie in die ganze Welt rausschenkt, dass er überall Gelder versickern,
ausgegeben werden für einen immer weiter steigenden Beamtenapparat, der ein Giermaul hat, das niemals satt wird. Die Steuereinnahmen steigen immer weiter. Doch wenn wir jetzt schauen, hier Krankenhäuser, unsere Schulen, da sieht es miserabel aus. Wir sehen hier in Stuttgart, Krankenhäuser schließen bei uns. Ja. Nachts sollen die Leute, die abgewiesen werden, weil sie keine Nachtschichten mehr fahren. Also an allen Ecken und Enden hapert es. Und gleichzeitig, während wir dieses Interview fahren, wurde bereits ein neues, großes 2-Milliarden-Waffenpaket geschnürt. Ja. Also auch hier, für Waffen hat man Geld. Wenn es aber darum geht, die Strukturen des eigenen Landes, wo es dringend benötigt wird, zu stärken, dann ist wiederum kein Geld da. Ne? Noch ein Einwurf von mir zu dem Thema, was wir vorher angesprochen haben mit der Migration. Es ist natürlich traurig, dass Leute das Land verlassen müssen, weil dort Krieg herrscht, weil dort Zustände sind, die sehr schwierig sind. Klar. Und es ist klar, dass das einige dann probieren, das Land zu verlassen, klar. Bloß die Frage ist, warum ist das so? Das hast du ja auch kurz schon angesprochen mit den Kriegen, Rüstungsindustrie, der Westen zieht da auch gewisse Fäden. Und es wären ja Lösungen da, dass es Frieden gäbe, und es wären auch Lösungen da, dass die Leute sauberes Wasser hätten, genügend zu essen hätten. Es wären ja Lösungen da, aber das läuft ja komplett in die falsche Richtung alles. Eine Pharmaindustrie verdient kein Geld, wenn Leute gesund sind, und der militärisch-industrielle Komplex verdient kein Geld, wenn Frieden herrscht. Ganz simpel. Richtig. Ja, und diese Dinge kumuliert führen eben zu einem sogenannten Brain Drain. Ein Brain Drain bedeutet, dass quasi direkt übersetzt die Hirnmasse abwandert. Ja? Das heißt, die Intelligenz und die Schaffenskraft eines Landes flüchtet irgendwann. Und die Erwerbslosen, die eher bildungsferneren Schichten, und das ist jetzt nicht herablassen gemeint, sondern so ist es nun einmal, ja, diese bleiben dann, weil die können nicht gehen, die haben nicht die finanziellen Mittel. Und wir haben dann quasi eine Abwanderung von gutem Potenzial. Die gehen dahin, wo es wirtschaftsfreundlich ist, wo ihre Dienste gebraucht werden. Und die Leute, die eben kommen, weil es einfach ein Sozialsystem gibt, das sie willkommen heißt, das ihnen alles gibt, ohne leisten zu müssen, die kommen ins Land rein. Das ist also eine absolut giftige Mischung, ja, die ist toxisch. Und die führt eben auch dazu, dass wir immer mehr diese Zustände spüren, dass die Last, die Schuldenlast, auf den immer weniger werdenden hier ruht, der sogenannte Mittelstand, ja, der Mittelstand, der hier am meisten bekämpft wird in diesem Land, während viele gute Leute abwandern und viele Leute, die eigentlich nichts beitragen können, ins Land reinkommen. Ja. So, und was passiert jetzt hier? Der Staat versucht, diese auf allen Ebenen selbst verursachten Schäden mit immer rabiateren Mitteln irgendwie noch hinauszuzögern. Ja? Das heißt, darüber wird ja schon gesprochen, dass Mittel gesucht werden, um beispielsweise vielleicht auf das Immobilienvermögen der Deutschen zuzugreifen. Da gibt es unterschiedlichste Überlegungen aktuell. Man spricht über Digitalbankgeld, sogenannte CBDCs. CBDCs sind Central Bank Digital Currencies, also von den Zentralbanken ausgegebenes Digitalgeld. Auch hier habe ich eine klare Meinung dazu. Bargeld ist Freiheit. Wenn es kein Bargeld mehr gibt, wenn alles nur noch auf Konten liegt, dann ist das der letzte ultimative Zug, die Menschen zu versklaven. Und das sollte eigentlich auch jedem klar sein. Denn wenn ähnlich einem chinesischen Punktesystem, die Einnahmen oder die Auszahlungen oder die Nutzung von Geld davon abhängig ist, ob ich mich korrekt verhalten habe. Und wer entscheidet, ob ich mich korrekt verhalten habe? Der Staat entscheidet nach seiner Ansicht, seiner Agenda danach, ob ich mich korrekt verhalten habe, ob ich an der Ampel stehen bleibe oder laufe, wie ich mich ernähre, was genau ich mache. Ja, das wird ja in China de facto schon so umgesetzt, und das wird uns von unseren westlichen Politikern genau beobachtet, wie gut das Ganze funktioniert, um ein Volk auch formen zu können. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es kein Bargeld mehr gibt, sondern nur noch Konten, und wir
Wir beide beispielsweise würden uns entscheiden, morgen auf die Straße zu gehen, um zu demonstrieren. Und dann kriegen wir auf unsere Mobiltelefone eine WhatsApp oder eine SMS, wo drauf steht: Solltest du morgen zu dieser Demonstration gehen, frieren wir dein Konto ein. Was ja bereits auch hier in Kanada der Fall war. Wir erinnern uns zur Corona-Zeit, da gab es ja den Streik der Lkw-Fahrer in Kanada, die dort wichtige Routen besetzt haben, gesagt haben, wir wollen nicht, dass diese Lockdowns kommen, wir wollen hier weiter unsere Wirtschaft am Laufen haben. Und dann hat man denen einfach mal ihre Gelder, ihre Konten eingefroren. Ne? Und somit hatte sich dann der Protest damit aufgelöst, weil die irgendwann gesagt haben, ich bin mittellos, ich kann nichts mehr machen. Ne? Mhm. Und sowas wäre ja problemlos umsetzbar, wenn wir Zentralbankgeld bekommen. Und das sind meiner Meinung nach auch die Schritte, an denen aktuell aktiv gearbeitet wird, um staatliche Kontrolle weiter zu erhöhen. Ja, leider ist das Video hier an dieser Stelle auf YouTube auch schon vorbei. Du hast vielleicht gemerkt, dass es nicht das komplette Video ist, dass da einiges zensiert werden musste. Ich habe mich dazu entschieden, das hier nicht komplett zu veröffentlichen, da das mir zu heikel ist, da ich nicht möchte, dass der Kanal endgültig gelöscht wird. Er ist schon entmonetarisiert. Und wenn du das komplette Video in voller Länge kostenfrei sehen möchtest, dann klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort bekommst du den Zugang dafür. Und ja, aus meiner Sicht sollte man das auf jeden Fall nicht verpassen. Da sind sehr, sehr wertvolle Informationen drin. Unzensiert. Einiges, was wir hier auf YouTube rausnehmen mussten. Und ja, wenn du daran Interesse hast, dann klick einfach auf den ersten Link. In der Beschreibung sollte man sich meiner Meinung nach nicht entgehen lassen. Und ja, wir sehen uns dann wieder im kompletten Video. Ich wünsche dir viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Euer Sören. Ciao. Jedes Volk bekommt und hat die Politiker, die es sich verdient hat. Ja, und das ist eine schallende Ohrfeige an uns alle. Da beziehe ich mich selbst mit ein. Ja, wir alle. Wir haben absolute Volltrottel gewählt. Und jetzt wundern wir uns, dass wir Volltrottel haben, die wohlgemerkt von Trotteln gewählt wurden. Ja, sonst wäre es gar nicht möglich. Substanzen, wo bewiesen ist, dass sie krank machen, gibt es an jeder Ecke. Kann sich jeder damit versorgen. Und ich sage noch dazu, Substanzen, wo bewiesen ist, dass sie gesund machen, dass sie vielleicht auch gewisse eindämmen können, die werden dann verboten. Das sind ganz einfache Sachen, die man nicht patentieren kann teilweise. Männer können jetzt auch Frauen sein und Männer können jetzt auch Kinder kriegen. Ja, richtig, ja. Ganz neueste Geschichte, die wir hören.